Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zum neuen Part von Let's Play Super Mario Bros. Im letzten Part hatten wir erfolgreich nichts gemacht. Nein, so kann man es nicht sagen, aber wir haben, wir eiern immer noch am Anfang zumindest rum. Wir sind da jetzt auf Multiplayer, auf Singleplayer gegangen. Das ist eigentlich schon alles so traurig, ne? Tja, da kann man den Part nicht zusammen. Das sollte der eigentliche Titel sein. Aber es ist ein Retro-Game-Spiel, deshalb, however. Ja, na gut, der Film macht weiter. Here we go. Im dritten Level, glaube ich, ey. Das ist dritter Part, drittes Level, ey, Digga, das ist so massiv gelaufen. Aber, let's go. Ich glaube, Tom Ten warte irgendwie schon am ersten Part so 5 Level. So, Minimum. Aber wir sind ja auch nicht Tom Ten. Tja, Tom Ten hat auch schon leicht mehr gespielt als wir. Ja. Ja, stimmt. Man, der ist ja aufgewachsen mit dem Sonic. Ne? Echt so. Also vielleicht mit der NES oder mit der SNES. Und das war der Vorgänger von den neuen Super Mario Bros. Teilen, die man ja bis jetzt zum Deluxe-Teil auf der Switch kennt. Ja, und auch nicht Super Mario Bros. Wii oder hast du nur Super Mario Bros. 2 für den 3DS oder nicht Super Mario Bros. Für den DS. Das ist alles namhafte Titel, die man kennt. Uff, seht ihr, was ihr im Weg seid? Nö, nee, mir nicht. Ich bin ein Zuschauer. Sie ist schon wieder in der Welt. Von dem Tenno war der Part nur 11 Minuten lang der erste. Ja, sag ich, da hat er nur die erste Welt gehabt. Ja. So, und sind wieder in der Welt fertig. Da geht's da ratzefatze weiter. Mensch, geht das hier schnell mit den ganzen Leveln. Das ist ja Wahnsinn. Läuft schon? Läuft schon? Ja. Oh. Ich sag's dir bis halt, wenn nicht, aber nicht gut. Die Aufnahme hängt nicht hängen geblieben, sie läuft nach wie vor flüssig. Ich hol mir den nicht. Keine Lust. Warte, Titan. Was machst du da? Such was. Mach du weiter. Mann, auf dem Bein mit der Maus. Ach so. Warum? Weil ich so vor mir zum Mausbett zu gehen. Oh ja, wir haben uns den wieder angeschaut. Wie du auf einer Messe warst. Ach, von dem geilen Mauspad. Ich glaube, das kommt aus mir erst, aber ich finde das Zelda Mauspad so geil. Das habe ich geschenkt bekommen vorher nur. Ich will es dann auf Ehre auch benutzen. Boah. Puh, das wäre knapper als die Pulse erlaubt. Ja, da brennt es ja, da lodert sie, ey. Ich werde dich sehr verrücken. Ja. Nein, du musst einfach nur auf die Plattform und dann zum Ziel. Genau. Natürlich. Dann musst du dann erstmal hätten. Tja. Der Boss ist wieder mal nicht schwer, ne? Der ist in der Retro-Level fast nie schwer. Ja. Aber das hast du gut gemacht, damit hast du so ein... Level 4? Ja, genau. Die erste Castle fertig. Ach, und schon sind wir in Welt 2 gelandet. Wieder ein Cut. Ja, das müsste ich mal sagen, das merken die nicht. Ich weiß. So, ja, wir cutten immer, weil wir immer Assistant Spicer haben. Das ist kein Geheimnis, aber... Alter, Lucky dagegen gesprungen, einfach einen Pilz bekommen. So wird's gemacht. Bin ich da gerade durchgesprungen? Also, ich glaube, das ist irgendwo ein Secret-Block. Wo ich, glaube ich, mal verreckt bin. Ein Secret-Block, an den du verreckt bist. Zu tödlich da unten. Nein. Oh, 74 Münzen, das heißt, bald bekommen wir ihn ab. Ich glaube, wir sind noch gar nicht verreckt, oder? Nee, bis jetzt, glaube ich, tatsächlich noch. Und bald hole ich mir jetzt... Oh, jetzt hole ich mir richtig viele Münzen. Das ist nämlich ein Secret. Okay. Da. Lul. Oh. Eine Planke geht auch. Eine Planke? Ja, so eine... Pflanze, kleine Pflanze. Ja, so Pflanzenranke war das, was ich sagen wollte. Stimmt, ja. Es hat die Mischung zwischen Pflanze und Ranke und daraus kam ja eine Planke. Man kennt ja es. Alter, da kann man ja Münzen farmen, ja? Da gibt es da erst ein One-Up. Da hast du den Klassensound gehört. Small, Alter. Na, das ist ein Trick mit denen. Schon wieder verkackt. Das ist ein Trick. Das ist die klassische Sound, man kennt ihn. Ja. Oh, Lucky Boy. Warte. Das Trampolin, das Körper, das ist Mario Maker. Das ist doch ein Witz, oder? Ich wollte nur was austesten. Ah, so könnte man. Ah, so. Ich hab doch Springen gedrückt. Was ist das? Mann. Ein Spiel! Ja, leider. Man merkt's. Jetzt haben wir 4 Leben. Geil. Jetzt geht's voran. Der wir agieren.
Boah, den ersten Wasserlevel, das sind immer die größten AIDS-Haufen. Ja. Vor allem im späteren Teil. Die Tintenfische, ich hab sie schon. Die sind neben den Castle-Leveln erst die schlimmsten im ganzen Spiel. Ich hatte Albträume. Vor allem mit den Tittenfischen da, die sind immer sehr unangenehm. Oder wie die neue Jugend die nennt, Bubifisse. Oh nee, Alter. Sorry, da muss das sein. Nee, wirklich, da gibt's ein YouTube-Video. Die Tittenfische. Ah, nee, du meinst, Bubifisse. Oh Gott. Die Drecksfische. Ja. So, nicht schon ein Leben verloren. Prost. Nee, ja. Du hast eh One Up, also jetzt was. Da heizt einfach, als du hast. Ich hasse diese Fische. Du darfst die Fische einfach nicht in der Nähe lassen. Wenn du die Fische nicht in der Nähe lässt, dann. Ist es alles ist das Problem? Halb so wild. Boah, Alter, ich hasse sie. Die sind auch gar nicht so langsam. Und sie können. Also, sie wissen ja, wo du hingehst. Du darfst halt nicht die Falle machen und die unnötig Münzen holen. In diesem Level nicht. Ja, vor allem, wenn nur Mini-Mario ist. Nein! Bruder, pass auf. Schnell, boah. Am Ende verreck ich an so einem kleinen Fisch. So einen wie den. Ja, das ist durchaus möglich, Bro. Die sind, Ich bin schon mal in einem zu verreckt. Das ist falsch. So ärgerlich. Ich hol mir die nicht, oder? Nein! Weil wenn du zu lange unten bist, da, also hast du auch, das ist die Gefahr, wenn da kein Grund ist. Aber das Level ist machbar gewesen, denke ich. Cool. So, aber ich meine, jetzt haben wir einige Level geschafft. Wir haben keinen Lack gesoffen. Und fast ganz oben gelandet. Ja. Und du immer dann Lack gesoffen, nur weil wir es heute gehört haben, ey. Ja, ja. Schlimm. Ja, das ist. Uff. Sodala. Mit unserer neuen Technik Fuchs. Jetzt gibt es die fliegende Fisse, ey. Man glaubt's. Oh, Herzinfarkt, Alter. So, oh. Vor allem, die kommen auf einmal von unten und du kannst sie halt da manchmal einfach nicht sehen. Schaffe ich das noch? Vor allem, weil ich nicht schnell rennen kann. Jetzt kommen hier keine mehr, oder? Doch. Sowas von Glück gehabt. Oh, okay, das war nett. Einfach. Dass ich die so erwischen durfte. Bloß handen, bevor die Fisse kommen. Boah, die kommen die ganze Zeit, ey. Ach, hätte ich jetzt was nicht gemerkt, David. Danke, dass du es mir gesagt hast. Doch, wirst du verhältnismäßig kurz, lol. Ja. Also, 10 Sekunden, die neue, ich war gar nicht so schnell. Ja, jetzt kommen wir voran hier. Im Castle. Im nächsten Castle sind wir. Und das ging auch schneller, als die Polizei erlaubt. Ich glaube, es gibt auch nur 4 Welten, wenn ich das alles stress, ne? Kann sein. Deshalb werden wir jetzt, wenn wir die Welt erfolgreich gemacht haben, den Part beenden. Mhm. Irgendwas ist safe unten. Das ist keine so langen Part, aber das macht ja nichts. Das war knapp. Ja, Castle Level haben es meistens in sich. Ja, es gibt Schlimmeres, aber. Doch, wart ab. Ja, musste ich, sonst wäre ich unten verreckt. Ja. Aber ich find's mies, dass man direkt komplett klein ist. Unten. Ja. Und da müsst du wieder nur bei dem Typen drüber, über die Flitzepiepe. Oh, er kommt zu nah. Ja. Oh. Bam! Wie die Blöcke oben, die waren sowas von der. Und schon wieder jung. Thank you, Mario! Und sie auch. Party Princess ist in einem Mother Castle. Alter, da brennt die Hütte hier. Was vertauscht? Ganz schön uff. Ganz schön, richtig uff. Ganz schön uff. Na, macht's bis jetzt Spaß, das Spiel. Das tut's. Das ist doch sehr schön, dass wir immer alle hoffen. Macht aber auch Spaß. Es ist halt, ja, nein. Es ist ein Klassiker und den. Muss man gespielt? Spielt haben. Man doch immer gern. Das ist also. Genau, jo, das war's mit dem Part. Sind wir so in der dritten Welt. Jetzt haben wir doch hier durchgeheizt. Jetzt haben wir mal, wenn ich was geschafft. Ja, und das wird auch im nächsten Part hoffentlich so weitergehen, ne? Ja. Danke fürs Zusehen, liebe Leute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Nächsten Part. Und ciao. Ciao.